willkommen und hallo auf snoozefreak.com, snooztv.de oder northerner.com. Warum snooztv? Es gibt, man kann meinen Kanal über snooztv.de auch erreichen. Da muss man sich nicht bei YouTube einloggen. Ja, snooztv, heute geht es um Chewing Bags oder Nordic Chew Unterschied zu Snus. Aber bevor wir anfangen, hauen wir uns dergleichen erstmal an rein. Ja, heute gibt es einen Grof Los. Und weil man muss ja, es wird heute ein bisschen länger dauern. Also wir schauen uns jetzt genau die Unterschiede an. Also wir gucken rein in die Beutel, wir riechen, wie weit ist die Herstellung jetzt anders. Ne? Und des Weiteren wird dieser Kanal jetzt interaktiv, und zwar ihr könnt mitentscheiden. Kommt jetzt hier, kommt ein I. Und das heißt, ihr entscheidet mit, was das nächste Video wird. Ihr klickt einfach auf dieses I. Also wenn ihr auf dem Kanal von snooztv.de oder snoozefreak.com schaut, dann könnt ihr da drauf klicken. Bei Northerner geht's nicht. Also ihr entscheidet, ob das nächste Video ein Schnupftabak-Video, ob das nächste Video ein Snooze-Video, ob das nächste Video ein indisches Tabak-Video wird. Irgendwas war noch. Aber klickt mal da oben drin. Das, was ihr anklickt, das kommt als nächstes Mal. Und das wird es in nächster Zeit auf jeden Fall öfter geben, weil ich finde es ganz spannende Sache, weil somit seid ihr auch ein bisschen mehr dabei. Darauf lege ich ja viel Wert. Also, wir haben jetzt hier, um in das Thema einzusteigen, wir haben ja hier jetzt mal, sagen wir, die Vertreter, die starken Vertreter, sagen wir jetzt gerade auf dem Kautabakmarkt, haben wir hier Thunder Frosted Chewing Tobacco und Thunder Frosted Snooze. Wir werden uns, wie gesagt, jetzt gleich die Unterschiede anschauen. Aber wie entscheidet sich jetzt der Herstellungsvorgang? Also der Herstellungsvorgang ist ja ganz, man kann manche sagen, es ist genau der gleiche. Es ist doch ein bisschen unterschiedlich, weil zum einen wird hier, aber zum Beispiel bei Thunder ist es jetzt zum Beispiel so, dass Thunder diesen Fugenkit hier hat, als schon es frostet im Übrigen. Als Chewing Tobacco wird quasi diese Paste hergestellt. So, und dann haben wir dann noch diesen Snus. Allein schon mal von der Farbe her, vielleicht können wir es erkennen, ist es schon mal was ganz anderes. Und vom Riechen her auch was ganz anderes. Und das Ding ist ja, jeder, der so ein bisschen EU-technisch ja unterwegs ist, gerade so Tabakrichtlinien, und leider sind ja auch da, leider, gerade jetzt, sind ja auch zum Beispiel viele Schnupftabaksorten weggefallen, weil ja die Inhaltsstoffe und dergleichen muss ja alles konform sein. Von daher hat der nicht nur einen anderen Malgrad, sondern ich gehe ganz stark davon aus, dass auch die Inhaltsstoffe ein klein wenig variieren. Wir sehen ja zum Beispiel das am General Cut. Wenn wir jetzt einen Original General Porsche im Mund haben und einen Original General Cut, dann kann man den General Cut im Grunde genommen, im Vergleich ungenießbar. Ja? Und wir gucken uns jetzt genau an, was Sache ist. Also, wenn ihr hier seht, habe ich jetzt mal so eine Auflistung reingebracht, was wir jetzt auch dann gleich später etwas genauer anschauen. Also es wird heute viel geschnitten in dem Video, ich sage schon mal gleich. Hier drüben haben wir die Chewing Bags oder die Chewing Tobacco habe ich hier drüben. Hier, von hier bis hier ist Snooze. Das hier ist so, keine Ahnung, aber wir gucken das uns alles sehr, sehr, sehr genau an. Also hier haben wir einfach mal so eine Übersicht, was es halt so alles gibt. Also, wir fangen jetzt mal, wo fangen wir denn an? Wir fangen mal bei den beiden an. Wir fangen bei dem Offroad Frosted und bei dem Thunder Frosted Slim. Also,
Chewing Bags und Snooze. So, also auf dieser Seite haben wir Offroad Chewing Bags. Auf dieser Seite haben wir dann das Snooze. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass das mit dem Fokus wunderbar hinhaut. Aber es sieht schon ganz gut aus. Also, wie wir hier sehen, ist der Cut anders, also ist geschnitten. Im Vergleich zu hier, ja, ist er wie quasi wie Schnupftabak so ein bisschen, ist der gemahlen. Also natürlich kann man den jetzt nicht schnupfen, aber die Unterschiede sind gleich. Vom Geruch her, also auch wenn es jetzt original ist, ist es nur leicht abweichend, was jetzt, ob das jetzt Snooze oder Chewing Bag sind. Ja, ja genau, Snooze oder Chewing Bag. Kommen wir mal zum nächsten. Jetzt kann man mal hier, so, okay. Das hier ist der Thunder Frosted. Das ist quasi die berühmte Knetpaste, die dann so aussieht. Also das ist der Thunder Chewing Tobacco. Also zu portionieren super einfach. Chewing Tobacco Frosted. Also man kann auch abbeißen. Man braucht da auch überhaupt kein Tool. Und dann sieht das Ganze so aus. So, der Snooze hingegen. Leider kann ich die Kamera jetzt nicht so einstellen, wie ich sie haben wollte. Die sollte eigentlich auf dem Ständer stehen, aber das klappt nicht. So, also, bitte einmal scharf stellen. So, genau. Und zwar haben wir bei dem Snooze, sieht das schon wieder ganz anders aus, weil der ist trockener irgendwie, der ist dunkler und er ist, deshalb fein gemahlen und nicht zu einer Paste gemacht. Aber ist genauso. Jetzt vom Riechen her, ja, genauso frosted wie quasi der Chewing Tobacco. So, als nächstes kommen wir zu einem guten Chewing Tobacco, tatsächlich, der Malmö Carbus. Und dieser Schnitt ist jetzt besonders Leute, die jetzt gern Tony Anderson Snooze genießen, ist der Schnitt jetzt nicht unbekannt, weil er ist quasi ein Single Cut, kann man so sagen. Vielleicht sieht man das auch hier so ein bisschen. Ja, der ist dann so geschnitten. Also wie so, ja, schön lang geschnitten, auch dipmäßig vergleichbar mit Long Cut. Ja, der bleibt da gut kleben. Meine Hand sehen jetzt super aus. Also das ist auch ein Chewing Tobacco. Im Vergleich zum Grove ist es natürlich auch wieder anders. Da haben wir hier auch wieder fein gemahlene Tabak. Und sogar noch ein bisschen feiner als der Thunder. Also da sind die kleinen Unterschiede, wobei der Malmö Carbus, der ist auf jeden Fall ein Versuch wert, den habe ich ja schon mal vorgestellt. So, jetzt kommen wir nochmal zu Thunder, quasi Mini White Frosted, da nochmal die Chewing Bags, das sieht man ganz gut, wenn es jetzt hoffentlich scharf stellt. Was für eine, ja doch, wie geschnitten er ist, man sieht es ganz deutlich. Man hat hier natürlich einen weitaus längeren Schnitt und ja, genau. Das nächste, was ja bei den Chewing Bags ist, ist ja zum Beispiel, dass die Portion vom Material dicker sein sollten. Das probieren wir jetzt mal zu erfüllen. Also das hier ist ein ganz normaler Snooze, ja, ein ganz normaler Snooze Portion. Wenn wir jetzt mal da, probieren wir irgendwie daran zu ziehen, meine Hände sind aus, entschuldigt. Jetzt probieren wir das mal zu erfüllen. Weiß ich nicht, also ein Ticken vielleicht, ja, man soll ja auf dem rumkauen. Ja, dann habe ich noch was ganz Besonderes gefunden, was ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Da haben wir hier ein DOS. Unter welcher Kategorie sich das einordnet, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir hier dann stehen, Tücke Tobacco DOS Citrus Chew and Park. Den haben wir schon mal. Interessant, da muss ich ein bisschen ranzoomen, hoffentlich. Genau. Interessant ist der Inhaltsstoff. Das sieht so ein bisschen aus wie so Kräuter, irgendwie.
Also das ist ganz, ganz komisch. Also das ist der Chewing Tobacco DOS. Jetzt haben wir hier den DOS All White. Und das Interessante ist, dass wir hier einen deutschen Warnhinweis drauf haben. Und jetzt auf der Rückseite steht Kautabak. Tabak abgeleitet, was auch immer das heißt. Dann steht dabei Gummimasse, 51% Texturmittel. Also dieses Zeug könnte auch Salz sein. Dieses Zeug ist da drin. Und jetzt tausche ich mal die Kamera ein. Dann haben wir hier Al Capone, dem einen oder anderen sicherlich bekannt. Da haben wir jetzt quasi eine Pfeffermischung. wenn man das jetzt mal so sehen kann, wenn man jetzt irgendwann mal scharf macht. Ja, genau. Na, komm. Genau, das ist dann so eine Mischung ist dann hier. Also das ist ganz interessant, was da so drin ist in unserem Zeug, was wir in den Mund schieben. Also das sieht dann so aus, das ist sehr krümelig, also wie gerade aus so einer Pfeffermühle rausgebollert. Ja, ja. So habt ihr jetzt mal einen kleinen Überblick gehabt. Wir sehen uns jetzt gleich auch wieder. So, ja, das waren die kleinen, aber feinen Unterschiede zwischen Chewing Bags und Snooze. Also wie gesagt, die Chewing Bags, also so der Inhalt, ist schon interessant, wenn man da auch ab und zu mal reinkommt. Ihr habt jetzt die Unterschiede gesehen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Also wie gesagt, vom Herstellungsverfahren ist es ein bisschen anders. Deshalb schmecken auch die Chewing Bags ein bisschen anders auch als der Original-Snooze, aber nur teilweise nur leicht abgewandelt, teilweise auch, wie beim General ist, ja, ein bisschen daneben. Aber trotzdem, ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick. Und nicht zu vergessen, ihr könnt wählen, was das nächste Video ist. Und wir sehen uns bis dahin wieder. Keep on snoozing und Servus.